Ja, hallo erstmal und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ja, letzte Folge hat er uns rausgeschmissen, wie ihr mitgekriegt habt. Wir waren ja auf dem Weg zu der Aufgabe. Ich hoffe, er schmeißt uns nicht wieder raus. Deswegen war die letzte Folge auch so kurz. Bisschen über 16 Minuten, glaube ich, war das. Bin natürlich ärgerlich, wenn es öfters passiert, ne? Ah, was soll's. Kann man erstmal nichts machen. So. Hallo. So, jetzt kommt das Déjà-vu. Oh, guck mal, ein Regenbogen. Oh. Ja, schöne Gegend in Irland. Wir reiten zu Kerrygold. Kerrygold-Fabrik. Wo ist der Regenbogen? Hallo, Regenbogen? Regenbogen, wo bist du? Moment, nimm das! Nee, 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 nee. So, diesmal gibt es keinen Regenbogen. Oh, okay. Ach, ist schon... ja. Schon ärgerlich, wenn da auf einmal das Spiel sagt, Terra hier und nicht weiter. Eine beeindruckende Feste. Ich frage mich, was sich darin verbirgt. Sehen wir mal, wie sie jemanden mit einem Königspass behandeln. Aha. Okay. Die sollten sie wieder mal in Ruhe lassen, ne? Können wir auch wieder aufsetzen? Wir haben ja einen Königspass. Lassen Sie uns bestimmt durch. Wir dürfen, sollten hier nicht alle töten, ne? Was führt dich hierher? Ein Königsgeheiß. Hier ist mein Pass. Dann tritt ein. Oh, danke. Wer bist du, dass du ohne Ankündigung die Könige von Eilach aufsuchst? Fergal. Du bist nicht Fergal. Ich kenne dich nicht. Ey, unser Vetter, der ist besorgt. Sturm aus Dunengal. Wer ist Fergal? Der König Düflitz spricht von einem Vetter, der uns einst beriet. Ein aufgeblasener Ziegenhirt, der unseren Rat hätte befolgen sollen. Also Sturm, was führt eine Wikingerin aus Dunengal hierher? Sagt ihr es mir? Ich folgte eurer Einladung. Das ist ein Missverständnis. Ich habe keine Nachricht gesendet. Ich war es nicht. Vielleicht war es, du weißt schon wer. Aber er hasst Wikinger. Verzeih die Worte meines Bruders. Wir werden der Sache nachgehen. Darf ich dir bis dahin etwas zu trinken anbieten? Ja, trinken ist gut. Ja, seit das ich ist hier gut. Bin, ist mein Becher noch nicht einmal leer gewesen. Nee, und du bist richtig voll, ne? Ja. Ein misstrauischer Mann würde argwöhnen, man wolle ihn betrunken halten. Genau. Für mich nichts. Ich glaube, er tut nur so. Ich komme wieder, wenn eure königlichen Angelegenheiten geregelt sind. Weil er hat gezwinkert. Wenn du nicht trinken willst, solltest du dir die Ringburg ansehen. Sie ist im ganzen Land berühmt. Wie bereits unzählige Male erwähnt, König Barrett, die Ringburg von Eilach ist nicht für Besucher geöffnet. Warum tatsächlich nicht? Könnte man auch sagen, für einige bleibt sie für immer verschlossen. Ah, dort haltet ihr eure Gefangenen fest? Der zwinkert doch, oder? Ach, trink doch mal einen mit mir. Denkt ihr, ich hätte noch nie Geiseln genommen? Ich werde mir einen Ort zum Ausruhen suchen, bis ihr euch wieder erinnert, warum ich einbestellt wurde. Natürlich, natürlich. Dein Pass gewährt dir Bewegungsfreiheit. Schön. Wenn du Fergal siehst, grüß ihn von mir. Ja, es reicht, Barrett. Der Zugang zur Ringburg ist verboten. Entschuldigung. Okay. Wenn ich Barrett richtig verstehe, könnte drücke die Befreiung Fergals der Schlüssel zur Befreiung von Eilach sein. Dafür muss ich in die Ringburg. Okay. Karte? Warte mal, Moment. Um ein Ziel zu finden. Ringburg. Machen wir dich daran wieder, ne? So. Wie sind wir um? Um die Ringburg zu finden? König Hofieren, finde die Gefangenen und befreie sie. Aber hier können wir jetzt keinen Vogel fliegen lassen, oder? Doch. Ach, da ist sie. Was siehst du da oben, Sühnen?
Ein Schlüssel ist da wieder. Da ist ein Assassin-Dingsbums. Okay. Moment. Ich habe das Gefühl, als wenn wir hier auch schon mal waren. Kann das Sinn? Und wir sind nicht rangekommen an den Assassinen. Jo, 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 jo. Ja, wir waren da schon. Wir haben es ja schon mal bewegt, genau. Oh. Mein Pass bringt mich nicht in die Ringburg. Ich muss einen anderen Weg finden. Okay. Also nochmal das Ganze. Also nochmal die Ringburg. Oh Mann. Okay. Naja, was soll's, ne? Das haben wir letztes Mal auch gut hingekriegt. Ah ne. Das wollte ich. Gut. Aha. Also Schätze dürften ja gar nicht mehr sein. Außer... Ne, bleib mal außen. Geht's hier da nicht rüber? Schade. Die ist jetzt da unten. Okay. Komm mal runter. Kommst du jetzt da rüber? Nee? Doch. Gut. Oh, wollte ich gar nicht. Da wollte ich auch nicht. Oh, 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 oh. Ich will gar nicht. Wollten ja eigentlich von hinten. Wo ist der Schlüsselträger? Das kann ja unser Vogel denn machen, ne? Oh. Da unten ist der Schlüsselträger, okay. Ich zieh lieber die Kapuze auf. Ja, eben. Gut. Oh. Da ist er, da ist er. Den brauchen wir. Langsam, Terra, langsam. Wir haben doch Zeit. Einer von den beiden ist er. Der ist er, der ist er, der ist er. Erstmal wieder oben klar Schiff machen, ne? Gut. So, wo ist er? Dort. Ah, schade. Wir warten mal kurz. Dann bräuchten wir doch umstellen gar nicht runter. Genau, das mit den Gefangenen, das hatten wir schon mal gemacht. Da kamen wir ja nicht ran. Erwischen wir den? Ja, gut. Okay, der kommt gleich wieder. Da ist er. Setz dich wieder hier hin. So, Schlüssel bitte. Gut. Hätten wir. Und dann machen wir den. Oh, da ist noch einer. Huch, hab dich gar nicht gesehen. Ich dachte, der wäre tot gewesen. Aber nö. Haben ihn also doch nicht erwischt, so. Die Gefangene war ja unter uns, ne? Ich hoffe, das ist der richtige Schlüssel. Hoffe ich. Ach ja, da sind sie doch. Siehst du? Huch.
Hä? Ach so. Okay. So, da oben ist alles ruhig. Ist der richtige Schlüssel. Schön. Ah, gut, dass wir schon mal hier waren. In einigen Folgen davor. So, befreite Gefangene. Hey, du bist Eivor, oder? Du dienst König Barret. Wir sollten nach dem König sehen und Bericht erstatten. Aber die Soldaten ergriffen uns und sperrten uns hier ein. Ich hole euch raus. Kehrt zu König Flan zurück, wenn ihr könnt. Okay. Oh, da hätte er. Okay. Okay. Raus, sie wollen nicht gefangen werden. Hier ist noch eine. Hab Dank. Du hast mir einen großen Gefallen getan. Gut, 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 gut. Macht aber keine Radau jetzt hier drin. Kack! Was? Kack? Die machen jetzt Unruhe. Du bist tot! Du verdammter Scheiße! Ich bring dich um! Oh ja, jetzt machen sie Randale. Ich kommt die jetzt da ran? Du stirbst jetzt! Mich überlebst du nicht! Hey! Hol den Bunker runter! Hey, Freundchen! Kommt von den Seiten! Strengt euch an! Bleib stehen und stirb! Nein! Du! Ja! Da sind die im Weg, die Jungs. Die Young Boys hier. Okay. Befreie die Gefangenen. Wo sind die? Ach, die sind da unten. Hier sind wir Kattel. Fertzeit, noch auf der Dagwald. Nie Brischfeld. Wie die Dore ist dort. Ihr seid echt eine Hilfe. Ihr macht hier mir alles kaputt. Ihr wollt so schön im Assassin. Ist jemand namens Fergal? Das bin ich. Wer will das wissen? Ich diene Barold Iverson und König Flan Schinner. Okay, Fergal. Fergal, Fergal. So. Raus. Und warum kommen die an Assassinschatz? Sichere das Gefängnis. Also, alle töten oder was? Hier würde ich gerne rein. Hallo. Er verleiht mir Stärke. Jesus, führe meine Hiebe. Gut. Dom wäre in Rekra über Donire. Okay. Das wirst du büßen. Hey. Rausgehen sollten wir nicht, ne? Ach nee, sind unsere. Sie sind ja schon aufgeregt, die Jungs. Ist das richtig, oder? Ich sollte mein Gesicht verdecken. Dokes Godavra Kurum, du. Du Bertere Freak. Sichere das Gefängnis. Immer noch? Müssen wir alle töten? Kann das sein? Rehit! Herr Bananum!
Ja, Bananum, alles klar, mein Freund. Alles klar, alles gut. So, aber wie kommen wir da unten ran? Ach, haben wir das schon wieder erstmal alles sicher, ne? Bevor wir hier weitermachen. So. Da sind drei, hier sind zu viele. Moment. Bumm. Huhuhuhuhu. Die Fähigkeit finde ich gut. So. Haben wir gleich wieder vier auf einen Streich. Wir haben noch reichlich, ne? Da hätten wir es noch eine. Shannon atro agam ditche ar vir. Fofur trelev nua an gene ute. Was spreche ich denn? Gelisch? Gelisch? Hit! Arbananum! Inusa! O Grod, wim kid o yenofon, a volva e shede in brihavon sio. Agus e shede as e zea, mo halid in merio. Ima! Hey! Rehid! Kommt ja auch alle hinterher? Hör, der Feier nicht. Rehid! Arbananum! Wim kid o yenofon, a volva e shede in brihavon sio. Okay. We will kilos in druidan. Da hinten ist noch einer. Dorad Moor erwischt. Jo, gut, holen wir mal Keile, ne? Hä? Keile, komm. So. Oh, 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 oh. Boom. So ist fein, so ist fein, so ist nett. So. Hundefangzahn. Ja, wir haben noch einen Hund, hätten wir auch noch zur Verfügung. Da steht noch einer, oder? Ja. Ich glaube, wir müssen alle erledigen. Ne? Kriegen wir den? Okay. So, jetzt fehlt der noch da. Ja, wenn du stehst, dann machen wir das. Okay. Nicht darauf, da können sie raufschießen. Oh. Na komm. Gut. Oh. Gehen wir mal erschießen. Hey, aber... Köter! Sie müssen immer auf vier. Wir und wer. Innocent Charles Paul Devil. Übernimm Alich. Okay. Okay.
Pass auf, wenn wir es übernommen haben, dann kommen wir auch zu unseren. Ja, ah, stehst uns im Weg, mein Freund. Wie übernehmen wir denn eigentlich? Indem wir gegen Könige kämpfen, oder was? Kann natürlich sein. So. Ja, ja, geht doch mal auf den Weg, Mensch. Okay, haben wir eingenommen. Juhu. Eilig, eilig. Oder eilig? Hm. Ja, wer weiß. So. Gesell dich zu uns, liebe Base. Die Könige und ich haben eine gute Zeit. Hm? Der Abt hat diesen Ort zum Gefängnis gemacht. Er nimmt Geiseln aus allen Familien. Er will ganz Irland beherrschen. Sei leise, Donal. Owen tötet dich, wenn du zu viel redest. Und Flan tötet uns, wenn wir schweigen. Wie Donal sagte, es war Owen. Er sagte, wir sollten alle, die kommen, hinhalten bis... Bis was? Bis der Abt seine Streitkräfte holen kann. Wie viele Männer? Wie viele? Das wissen wir nicht. Das weiß niemand. Er hat Truppen bei Armagh. Mehr, als er durchblicken lässt. Mehr weiß ich nicht. Meine Base würde euch zu Blutpfützen verarbeiten, aber König Flan hat vielleicht Gnade mit euch. Na, vielleicht. Ach, hacke doch einen Kopf. Bis unser König über euer Schicksal entscheidet, seid ihr Geiseln, keine Gefangenen. Jetzt denkt über eure Sünden nach. Na. Am Ende wird es leichter sein, ihnen die Kronen zu lassen, aber das müssen sie noch nicht wissen. Flan muss von dieser Falle erfahren. Ich habe Boten entsendet. Er soll sein Heer zurückziehen. Ich leg doch nicht die Füße hoch und warte auf dich. Ich bin beeindruckt. Mhm. Nicht nötig. Tagelang musste ich diese Plörre trinken, ehe Neil endlich gelangweilt und nachlässig war. Du hast dich selbst übertroffen. Ich werde den König wissen lassen, wer heute der wahre Held war. Ich danke dir, Base. Sorge dafür, dass Flan die Nachricht erhält und ich stoße später dazu. Mögen Sol und Mani dich leiten. Okay. So. Hinter Verhandlungen verborgen. Ja, kommt mir irgendwie bekannt vor. Putin-mäßig, ne? Ja. Da kommen wir noch nicht hin. Schade. Können aber noch mal gucken. Aber ich glaube nicht. Sperrgebiet. Ja, ja. Sperrgebiet. Das ist ein Turm. Da ist nirgendwo runter, ne? Wir schauen mal, wir schauen mal. Hilach. Was zum Lesen? Gott schütze euch. Es gibt Gerüchte über Unruhen wegen des Machtwechsels. Drehende Winde bringen stets das Geflüster der Unzufriedenheit. Man soll sie erwarten, doch nicht auf sie hören. Besteigt ein neuer König den Thron, braucht es die Peitsche, um Aufstände zu ersticken. Ein Zeichen der Macht. Seid unbesorgt, ob der Bericht über ein einfallendes Heer. Es soll beeindrucken, nicht stürzen und stellt für Getreue der Krone, Moment, keine Gefahr dar. Der demütige Diener unseres Erlösers, Flan Sina, Hochkönig von Eru. Ich glaube, da haben wir schon mal gelesen gehabt. Aber so, jetzt möchte ich gerne mal zum Schatz kommen, zu unserem Assassinenbeute. Und da kamen wir ja nicht unter, ne? So. Hier kamen wir auch... Moment. Das sieht aber... Warte mal. Hier durchschießen. Alter, das habt ihr auch wieder ganz... ganz fies hergerichtet hier.
das durchschießen. Der hätten wir schon längst nehmen können. Aber warte mal, Finger in Knoten. Moment. Oh. Alter, das ist er. Ihr habt einen fiesen Charakter, echt. Okay. Das ist echt fies von euch. So. Warum wir da immer nicht so drauf kommen, ne? So schnell. So. Plündern. Erstmal plündern. So. Denn das. Keltischer Herr. Cool. Noch was hier unten, bevor wir jetzt hochgehen? Nö. Zwei Fertigkeitspunkte. Schön. Ah, ja. Nee. Hier. Na, mach mal. Das ging in der Richtung. Schwerer Schaden. Oh ja, gut. Inventar. Ach, das war die Rüstung, die wir gekriegt haben, ne? Könnte man auch mal komplett anlegen. Aber, ob das zu gut ist, weil die Rüstung ist schon, dann haben wir schon gut ausgebaut. Man könnte die ganzen Sachen mal so ein bisschen anlegen, ne? Das hatten wir ja auch schon mal. So. Ach, wir bleiben bei unserem, ne? Genau. Was gibt es hier? Neues? Entschuldigung. Oh, hier. Rune der Leichtigkeit. Waffenrune? Moment. Haben wir Platz noch für eine Waffenrune hier irgendwo? Waffenrune hier. Aber ich glaube, auf 1 haben nur Bärenklaue. Ja, ist ja der Leichtigkeit. Okay. Wir lassen es so, wie es ist. So. Erstatte Flammenbericht. Ach, wir haben unseren Assassin-Teil. Tja, du läufst falsch. Ah, er sprach, er läuft falsch und geht doch trotzdem hier lang. Guck. So. Hier ist ja nichts weiter. Und da hätten es wieder da, wo wir noch nicht rankommen. Gut, hier wären wir jetzt auch rangekommen, ohne alles zu machen. Der Terrasse ist bloß zu doof. Angestellt. Aber ich muss sagen, wir haben es doch gut hingekriegt. So. Ich würde sagen, wir reiten zurück. Ja. Oh, gibt's die Kristalle? Ah nee, das war Fahne. Okay. Was brauchen wir denn noch? Ich wollte mal das letzte Leben hier auffüllen. 1300. Wie viel haben wir? 1062. Uiuiuiui. Oh, was ist hier noch? So. Nee. Ach hier. Königspass, den Königspass, alles klar. Machen wir Schnellreise oder geht ja nicht, ne? Außer hier hin und dann wieder runter. Ach, da können wir auch hinreiten. Moment. So. Wir brauchen einen Weg, sonst reitet der ja nicht, ne? Du bist aber schneller, Freund. Jo, genau, andersrum. Ja, da werden wir noch hinreiten in dieser Folge und dann werden wir Feierabend machen. Also Schluss für diese Folge. Singt, meine Brüder, nee, die singt. Hier singt keiner. Ich werde es erst gerne versuchen.
das überlasse ich doch lieber meiner Tochter. Die kann besser singen als ich. So. Badam, 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 badam. Da habe ich ja auch schon mal ein Video hochgeladen, wo sie für mich was nachgesungen hat. Ansonsten müssen wir bei ihr auf dem Kanal nachschauen. So. Ich weiß auch gar nicht, ehrlich gesagt, wie der Kanal heißt. Sorry. Sehr böse, ne? So. Das lässt mich keine Ruhe, da wir hier nicht an die Fähigkeit rankommen. Naja, gut. Was soll's. So. Angekommen. Nächste Folge gehen wir zum König. Dann mal schauen, was er von uns will. Ich bedanke mich fürs Einschalten, fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da. Abonniert den Kanal und empfehlt mich gerne weiter. Dann sagen wir bis zum nächsten Mal. Ciao, euer Terra.